willkommen zurück bei FA. Heute trainieren wir unseren schwachen Fuß. Ich habe zwar keinen, aber ja, man muss trotzdem trainieren. Übung macht den Meister. Wir machen drei verschiedene Übungen. Wir beginnen mit Ballführung, Ballkontrolle. Dafür simulieren wir einen Bereich mit unseren Hütchen. In diesem Bereich führen wir den Ball nur mit unserem schwachen Fuß. Wir machen auch da drinnen verschiedene Übungen. Gehen dann weiter zum Passspiel. Auch hier benutzen wir nur unser schwachen Fuß. Nachdem wir auch da ein paar Übungen gemacht haben, gehen wir zum Torschuss und dann sind wir fertig. Jetzt kommt zur ersten Übung. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon einen Bereich simuliert. Und ja, in der befinden wir uns jetzt. Führen wir den Ball nur mit dem schwachen Fuß. Erstmal ganz normal, Innenseite, Außenseite. Jetzt in der Sohle. Auch hier nur mit dem schwachen Fuß. Kommt immer wieder zurück zur Innenseite und Außenseite. Könnt ihr ein bisschen Tricks dabei machen. Das ist nicht üben, da ist über euren starken Fuß, ist ja klar. Willkommen, pass von meinem Mitspieler, legen meinen starken Fuß einmal rüber und meinen schwachen Fuß passen. Genau so. Einmal. Bei der zweiten Übung fällt der starke Fuß ganz weg. Wir nehmen gleich den Ball mit unserem schwachen Fuß mit und passen auch wieder mit dem Ball. Jetzt nehmt ihr auch euren ersten Kontakt. So, letzte Übung sind dann lange Bälle, also lange Pässe mit dem schwachen Fuß. Da ist es natürlich wichtig, dass ihr genügend Druck auf den Ball bekommt und ja. Dritte Übung, das Wichtigste, glaube ich, für jeden, der auf den Platz geht und trainiert, Torschuss. Viele haben oftmals das Problem, dass sie sich nicht trauen, ihren schwachen Fuß zu schießen, weil es so oder so vorbeigeht. Und deswegen muss man das trainieren. Das Ding ist ja, dass man beim schwachen Fuß genau das Gleiche machen muss wie beim starken Fuß. Nur dein Gehirn hat es nie eingespeichert. Er hat es nie gelernt bekommen. Und deswegen muss man ihm das ganz kurz zeigen, was man zu beachten muss. Das, was ich euch jetzt zeige, habe ich euch in den Kommentar verlinkt, denn ich habe extra schon ein Torschuss-Tutorial gemacht, wo ich genau zeige, auf was man achten muss. Und das wenden wir auch hier an, auf dem schwachen Fuß, denn das macht keinen Unterschied. Um es ganz schnell zu erklären, man achtet auf der Standbein und Armhaltung, um den perfekten Schuss auszuführen. Dass euer Gehirn es einspeichern kann, welche Bewegungsabläufe er braucht, um seinen schwachen Fuß
hat euch gefallen. Vergiss nicht, gefällt mir zu drücken und natürlich mich zu abonnieren. Hier findet ihr noch mehr Videos von mir und schaut natürlich bei meinem Instagram-Account vorbei. Und vergiss nicht, Salat zu machen.